Liam Neesons neuer Actionfilm. Wofür entscheidet er sich? Geld oder Liebe? Jetzt bei den Filmgorillas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischfutter. Silke und ich sprechen heute über Liam Neeson und seinen neuen Film Honest Thief. Und worum es geht, das wird euch die liebe Silke erklären. Ja, danke schön. Wie der Titel es schon sagt, haben wir es mit einem ehrlichen Dieb zu tun, denn wir lernen die kriminelle Vergangenheit von Liam Neeson in diesem Film nur kurz und in Rückblenden kennen. Er ist ein Bankräuber. Er hat in, ich glaube, 8 Jahren 12 Banken überfallen und das sehr tricky, denn er wurde nie geschnappt. Er wurde deswegen auch vom FBI mit dem Spitznamen der In-and-Out-Bankräuber betitelt, weil man ihn halt ja nie erwischen konnte. Und der Film startet damit, wie er die Liebe seines Lebens kennenlernt, Kate Walsh. Und ja, ihr zuliebe beschließt er, sich zu stellen, denn er möchte mit ihr alt werden und er möchte nicht mit der ewigen Angst leben, dass ihm eines Tages doch auf die Schliche gekommen wird, und vor allem möchte er sich ja sein Gewissen bereinigen. Und da er nie einen Dollar ausgegeben hat von dem Geld, das er gestohlen hat, ist das auch kein Problem und er beschließt halt, das Geld zurückzugeben und für 2-3 Jahre in den Knast zu gehen und danach mit weißer Weste mit dieser Dame dann halt alt zu werden. Und ja, das ist der Einstieg des Films. Es geht nur leider ein bisschen schief, denn er gerät an korrupte FBI-Beamte. Und ich glaube, das reicht als Inhaltsangabe, weil was dann noch passiert, das kann man sich dann selbst anschauen. Anne, wie hat dir der Film gefallen? Ich muss sagen, ich finde das tatsächlich nicht das unglaubwürdigste Szenario, das ich je gesehen habe. Also es gibt auf jeden Fall korrupte Cops und es gibt auf jeden Fall auch genug Leute, die irgendwo anrufen und sagen, hallo, ich bin der Bankräuber XY. Ja. Und die Polizei, das ist ja auch der erste Impuls hier, glaubt den natürlich nicht, weil 1000 Leute rufen irgendwie jedes Jahr an und behaupten, sie wären der Zodiac oder XY oder sonst wer. Ich halte das für ein sehr realistisches Szenario. Aber dass der Typ irgendwie von seinen 9 Millionen Beute nie einen Cent ausgegeben hat, das fand ich sehr fragwürdig. Gut, wie geht das denn? Ja, aber es wird ja erklärt, warum er die Bank räubt. Warum er das viele Geld gestohlen hat. Und das stimmt. Dass er halt nie als Anlass wirklich das Geld hatte, sondern dass er andere Beweggründe hatte, wird in dem Film ganz gut erklärt. Ich muss sagen, ich fand das auch ein bisschen unfreiwillig komisch, wie oft er beim FBI anruft und nur sagt, ich sitze hier im Hotel, hallo, Zimmer 216, wann holt mich denn einer? Und die kommen einfach nicht, um ihn zu kassieren, weil sie denken, das ist wieder irgend so ein Spinner. Ich muss aber auch sagen, ich gebe dir da total recht, es ist wieder so ein Film, wo du zumindest ansatzweise anfängst, über das Rechtssystem nachzudenken, und zu sagen, okay, also wem soll man denn noch trauen? Ja. Wenn nicht dem FBI. Wenn nicht dem FBI. Was ich aber viel spannender fand, ist, ich habe mir auch zu Beginn die Frage gestellt, warum hat er das Geld nicht ausgegeben? Das wird dann mit so einer Background-Story erklärt, warum er überhaupt die Banken ausgeraubt hat, wird erklärt. Dann haben wir den einen FBI-Agenten, der auch so ein bisschen eingeführt wird, der hat gerade eine schlimme Scheidung hinter sich und hat nichts gekriegt, außer den Hund, den er nie wollte. Also jeder bekommt so eine erklärende Hintergrundgeschichte, nur die treibende Kraft, der korrupte FBI-Agent, der halt sagt, ey, die 9 Millionen, die kassieren wir ein, und der noch halt seinen Kollegen animiert mitzumachen, dessen Beweggründe werden überhaupt nicht erklärt. Jetzt kann man sagen, 9 Millionen Dollar sind 9 Millionen Gründe, aber es wird halt gezeigt, in was für einem Riesenhaus der wohnt, was für einen Riesenschlitten der fährt. Also man sieht, dass der gut situiert ist, und ich fand das eigentlich so erschreckend, dass jede Handlung erklärt werden muss, aber warum einer wirklich zu jedem Mittel greift, um 9 Millionen zu kassieren, das braucht dann keine Hintergrundgeschichte. Also der hat keine Familie, die er irgendwie pflegen muss mit dem Geld oder der so. Der ist einfach nur einfach gierig. So, es ist ein FBI-Agent und der will das Geld. So, that's it. Ja, das fand ich ein bisschen schwierig. Der Film hat keine überraschenden Wendungen, kann man das so ohne das zu spoilern vorweg sagen. Und ich finde, Filme gucken hat ja immer ein bisschen was von Erwartungshaltung, Erfüllung. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte so wahnsinnig mitgerissen und wahnsinnig überrascht werden und ich brauche so einen Twist am Ende, der mich nochmal umhaut und wo ich sage, boah, damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, dann ist Honest Thief nicht der richtige Film für euch. Aber wenn man so eine
ist es ein Krimi, wenn man so einen kleinen Action-Krimi haben möchte, mit einer wirklich schönen Liebesgeschichte. Also ich finde, Liam Neeson und Kate Walsh harmonieren total. Ich habe dem total abgenommen, dass der alles für diese Frau irgendwie aufgeben möchte, was er sich an krimineller Vergangenheit aufgebaut hatte. Und das fand ich schon, gelungen. Ich fand sie so ein bisschen komisch. Also als sie rausfindet dann, wer er eigentlich ist und was er gemacht hat. Sie ist erst total sauer. Und dann landet, du wärst auch sauer. Ja, natürlich. Auf jeden Fall wäre ich sauer. Und dann landet sie halt durch Umstände im Krankenhaus und er holt sie wieder raus. Und dann ist sie aber auf einmal voll dabei. Dann hat sie so richtig Bock mitzumachen. Und oh, wie baut man denn eine Bombe? Oh, wir sprengen das Haus in die Luft. Das ist ja super. Aber zu wissen, wie man Zeug in die Luft jagt, das ist ziemlich cool. Und vorher sagt sie noch, also einen Polizisten würde ich nie anlügen. Weißt du, das ist so, aber in die Luft sprengt, ist was anderes. Das ist okay. Ja, da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht so ein bisschen too much jetzt. Aber also so insgesamt fand ich das auch so einen netten, das ist so ein netter Sonntagsnachmittagsfilm. Ja. Der geht so 90 Minuten, dann kannst du dir mal schön in irgendeiner Online-Videothek angucken und denkst so, ja, war nett. Aber so sehe ich es auch, muss ich sagen. Man kann jetzt nicht mit der großartigsten Action halt irgendwie rechnen. Ja. Liam Neeson ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde, in der einen oder anderen Szene sieht man das auch, passt in dem Film aber zur Rolle. Weil er soll ja auch, also natürlich kriegt auch er dann so eine Hintergrundgeschichte, er war bei den Marines und deswegen kann er das alles. Das muss ja einmal so fallen gelassen werden, damit man sich nicht die Frage stellt, woher weiß der Mann, wie man Bomben baut? Ja. Also, aber ich sehe es wie du, mein Fazit ist auch für einen schönen Filmnachmittag zu Hause, ohne zu große Erwartungen, wo man vielleicht nebenher auch nochmal aufs Handy gucken kann. Ja. Dieser Film, genau das Richtige und macht Freude. Ganz genau. Und wir möchten von euch jetzt an dieser Stelle natürlich auch noch wissen, was ist denn euer liebster Liam Neeson-Film? Es muss doch nicht mal ein Actionfilm sein, er hat ja auch ganz andere Filme noch gemacht in seinem Leben. Schreibt uns das doch ganz gerne mal in die Kommentare. Darüber freuen wir uns und natürlich auch, wenn wir euch nächstes Mal wieder hier sehen. Dafür, damit ihr es als erstes wisst, wenn es was Neues gibt, abonniert die Filmgorillas, drückt die Glocke und dann sehen wir uns bald hier schon wieder. Tschüss! Tschüss!